12 ganz besondere Nächte kommen auch in diesem Jahr wieder auf uns zu, die Rauhnächte. Jede Nacht steht für einen der 12 Monate im Jahr und lädt uns ein, zurückzublicken auf das, was war, aber auch auf das, was im nächsten Jahr kommen mag. Die erste Nacht beginnt um Mitternacht des 24. Dezember und die letzte Rauhnacht endet um Mitternacht des 5. Januar. Einige beginnen die Rauhnächte aber bereits in der Thomasnacht am 21. Dezember zur Wintersonnenwende. Andere wiederum nutzen die Thomasnacht auch, um sich auf die kommenden Rauhnächte vorzubereiten und die Zettel für das 13-Wünsche-Ritual zu schreiben. Wir sollten die Rauhnächte nutzen, um in uns zu gehen und uns mit unseren Wünschen und tiefen Gedanken zu beschäftigen. Einfach einmal aus dem Alltag zurückziehen, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten. Die Ursprünge der Rauhnächte liegen weit, weit zurück und gehen auf den Wechsel vom Mond zum Sonnenkalender zurück. Das Mondjahr ist mit 354 Tagen kürzer als das Sonnenjahr und so blieben 12 Nächte übrig, die Rauhnächte. Aufzeichnungen zu den Rauhnächten gibt es, laut Überlieferung, erst seit dem 16. Jahrhundert. Bis dahin wurden die Rituale nur mündlich überliefert. Viele Rituale und Bräuche gibt es rund um die Rauhnächte. Dass man diese Zeit früher auch Rauchnächte nannte, zeigt deutlich, dass das Ritual des Räucherns schon damals gelebt wurde. Böse Geister und Dämonen sollten vertrieben werden und für die guten Geister war es ein Willkommensgruß. Für ein Räucherritual geht man jede Nacht mit einer Räucherschale von Zimmer zu Zimmer und pustet in jede Ecke des Raumes den Rauch. Währenddessen stellt man sich vor, wie sich alles Negative in Rauch auflöst und etwas Großartiges und Wunderschönes entsteht. Auch die eigenen Wünsche für das kommende Jahr kann man klar in seinen Gedanken formulieren. Wer Tiere hat, die er im Stall hält, kann auch in diesen Räumen räuchern, so wie es vor vielen Jahren gemacht wurde, um Schaden von den Tieren abzuhalten. Der Rauch sollte damals die Tiere beschützen. Wie bereits erwähnt, steht jede Rauhnacht für einen Monat des Jahres und für eine bestimmte Aufgabe. Für jede Nacht wird ein passendes Räucherwerk empfohlen, wie ich euch nachfolgend zeigen und erzählen möchte. Wem das zu schnell geht, der findet auf meiner Homepage eine Seite, auf der alles noch einmal nachgelesen werden kann. Aber lasst mich mit der Zuordnung beginnen. Die Nacht auf den 25. Dezember steht für den Januar. Wir blicken zurück und lassen Altes los. Als Räucherwerk eignet sich Weihrauch am besten. In der folgenden Nacht, also auf den 26. Dezember, die für den Februar steht, sind wir still und kommen zur Ruhe. Geräuchert wird mit Weihrauch und Zedernholz. Nachts auf den 27. Dezember, für den Monat März stehend, öffnen wir unser Herz für alle Menschen und unser eigenes Inneres. Dazu räuchern wir mit Weihrauch und Wacholder. In der Nacht auf den 28. Dezember, stehend für den Monat April, vertrauen wir auf unser Inneres und nutzen zum Räuchern Weihrauch, Myrrhe und Tanne. Auf den 29. Dezember, dem Monat Mai, genießen wir einfach und tun uns etwas Gutes. Dazu räuchern wir mit Weihrauch. In der Nacht auf den 30. Dezember, stehend für den Juni, üben wir uns im Verzeihen und Vergeben und lassen Beziehungen heilen. Beifuß und Wermut unterstützen uns hierbei als Räucherwerk. Auf den 31. Dezember, stehend für den Monat Juli, konzentrieren wir uns ganz auf uns und unsere eigenen Gefühle. Wir nehmen diese ganz bewusst wahr und räuchern mit weißem Salbei, Kampfer und Kiefernholz. Die Nacht auf den 1. Januar steht für den August und dafür, dass wir Entscheidungen für das neue Jahr treffen. Weihrauch, Myrrhe und Zedernholz sind das geeignete Räucherwerk. Auf den 2. Januar, September, räuchern wir mit Myrrhe und Tanne und prüfen dabei die Impulse der letzten Nächte und sortieren all unsere Gedanken und Empfindungen. Die Nacht auf den 3. Januar, stehend für Oktober, nutzen wir für unsere Achtsamkeit, die wir auf das lenken, was ist, und räuchern mit Kampfer, Weihrauch und Wacholderspitzen. Auf den 4. Januar, stehend für November, sind wir dankbar für das, was ist, und räuchern mit Weihrauch.
Und die letzte der Rauhnächte vom 4. auf den 5. Januar stehen für Dezember, lässt uns den Sinn der Impulse aus den letzten Nächten erkennen. Geräuchert wird abschließend mit Weihrauch und Myrrhe. Als wichtigste Rauhnächte gelten übrigens die von Weihnachten, Silvester und vor dem Dreikönigstag. Wer nicht für jeden Tag eine neue Räuchermischung vorbereiten möchte, kann wahlweise auch eine Mischung aus Weihrauch, Sandelholz und Drachenblut verwenden. In den letzten Jahren kam ein weiteres Ritual dazu, das von vielen Menschen gerne zelebriert wird: das Verbrennen von Wünschen. Wie eingangs schon erwähnt, nutzt man die Zeit vor den Rauhnächten dafür, sich Gedanken darüber zu machen, was man sich vom kommenden Jahr erhofft. Und so schreibt man 13 Wünsche jeweils auf einen Zettel und faltet diesen so zusammen, dass er nicht mehr lesbar ist. Für das Ritual verbrennt man nun, beginnend in der Nacht auf den 25. Dezember, in jeder Nacht einen der Zettel, so lange, bis nur noch einer übrig ist. Diesen Zettel öffnet man und liest ihn noch einmal. Und es ist nun an einem selbst, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ein weiteres Ritual während der Rauhnächte ist das Führen eines Traumtagebuches. Man notiert sich jeden Tag, was man geträumt hat, wie das Wetter war und wie die zwischenmenschlichen Beziehungen an diesem Tag waren. Laut Überlieferungen können uns diese Aufzeichnungen Hinweise auf das kommende Jahr geben. So kann der 31. Dezember Hinweise darauf geben, wie das Wetter im Juli des kommenden Jahres werden wird. Ganz egal, ob ihr alle Rituale für euch anwendet oder nur einen Teil davon. Nutzt die Zeit der Rauhnächte, um innezuhalten und dem Guten Raum zu geben. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und einen guten Wechsel in das kommende Jahr. Eure Sandra.